Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge sind wir natürlich wieder auf dem Server Z1 unterwegs und wir wollten uns das neue gemoddete Gebäude mal anschauen. Wir sind hier gerade auf der neuen Base bei Z1. Neues, wohin gehst du? Aber liebe Leute, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr hier nicht liegen wollt, dann joint dem Server Z1. Okay Leute, wir gehen jetzt weiter. Huch! Ich hab mal angeklopft. Und eins sollte natürlich absolut klar sein, wir haben nicht nur diese Base betrachtet, sondern wir durften unsere Sheriff-Tätigkeiten wieder aufnehmen und haben böse Menschen zur Strecke gebracht. Schuss auf uns von hinten. Der muss irgendwo auf diesem Hügel da oben sein. Spieler vor uns. Wo? Hinter dem Grün, das nächste Haus. Yo, Bro, hello. Hey, what's up? I got nothing, bro. Bro, please, can you take the handcuffs and handcuff yourself, yeah, please? Yeah. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, lehnt euch auf jeden Fall zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt geht's rein in das Video. Also ganz easy, erstmal auf die Spuren des Bambi-Killers in Komarovo. Liebe Leute, wir werden jetzt wieder jemanden tadeln müssen. Am Ende werden wir noch abgeknallt. Darf ich ihn snipen? Ja, kannst du machen, wenn es wirklich der Bambi-Killer ist. Was ist da in dem Busch? Der doch nichts. Warte mal, da hat gerade irgendwas weiß aufgeleuchtet. Wir sind ja nicht bei Call of Duty. Doch, hier ist ein Hühnchen, Alter. Alter. Ich krieg schon Paranoia hier. Boah, Wölfe. Ich seh's. Ich hab kein Aim. Kein Aim. Der muss gleich hier ohne Schalldämpfer rumballern, Alter. Entschuldigung. Egal, aber wir haben alle Wölfe erwischt, oder? Ja. Hey, ich hab die gar nicht kommen hören. Ich hab mich voll erschrocken. Ich hab mir in die Hose geschissen, Alter. Hey, nein. So, irgendwo hier in Komarovo, mein Jung, ist ein Bambi-Killer unterwegs. Da schießt doch was. Ich sehe nichts, höre nichts. Das Knacken, hast du das nicht gehört? Nein. Jetzt unten im Busch. Ach, du läufst da gerade über die Straße. Ja, bin ich. Police, ne? Oh, warum häng ich? Komm, sollen wir mal Richtung Balota laufen? Ja. Ich glaub Balota. Ich glaub wirklich Balota. Dann lass mal links rüber, oder? Mhm. Ich bin heute Mittag, also von dem Schuss auf uns von hinten. Hast du ihn gesehen? Mhm. Der muss irgendwo auf diesem Hügel da oben sein. Nein, ich häng fest. Alter, sind wir jetzt gerade an dem vorbeigelaufen? Kann gut sein. Wo bist du? Ich bin links auf dem Feld, lauf erstmal ein Stückchen weiter nach links. Da sind Tiere. Links. Ja, der muss irgendwo da hinten auf diesem Hügel gewesen sein, über diesem Survival Camp. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ah, ich sehe ihn. Wo? Ganz links außen. Da war er gerade eben irgendwo. Bist du außerhalb? Ich bin außerhalb, ja, ich bin außerhalb. Der ist ganz links außen, schon Richtung Balota Straßenschild. Auf der Höhe ist der gerade da hinten gelaufen. Entweder war es er oder ein Bambi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den Spieler gesehen. Da oben, ganz oben, hinten. 300 Meter. Ich sehe ihn nicht.
Ich hab ihn da hinten auf dem Gesicht, leider nicht mehr. Ich sehe links was am Zaun bewegen. Links? Ja, der ist es. Der ist links hinterm roten Zaun. Oh, sorry. Der ist am roten Gebäude. Am roten Gebäude hinterm Zaun gewesen gerade. Sollen wir pushen? Oder warte mal. Warte, wir laufen hinten weg. Komm mit. Wir laufen hinten weg. Und laufen von rechts dann rüber. Jetzt versuchen zu flankieren. Ich glaube, das ist klüger. Pass auf, der ist gleich links rum. Andere Richtung. Das kann sein. Oder der kommt uns genau entgegen. Boah, durch dieses ganze Nebelzeugs. Ich habe so eine schwere Sicht gerade. Ich sehe nicht alles ganz gut. Spieler vor uns. Wo? Hinter dem Grün, das nächste Haus. Wo bist du? Ich bin bei dir. Hinter dem Grün, das nächste Haus. Ja. Ich sehe ihn. Ist, glaube ich, unconscious. Aufpassen, unconscious bist du nicht lang. Wow, das bist du, okay. Wow, ich wollte gerade abdrücken, Alter. Was hatte der für eine Waffe? Mosin. Könnte aber der Schuss gewesen sein. Jo. Wie hieß der? Ich habe den Namen nicht gesehen. Hier, der hat was zu essen. Packst du es ein? Ich check ganz kurz die Umgebung. Brauchst du einen Dürsenöffner? Nee, brauche ich nicht. Hab ein Messer bei. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz vorsichtig und links rumlaufen Richtung Küste dann noch. Weil nicht, dass das jetzt gerade der Schütze war, weil der wäre schon sehr schnell gewesen hier, ne? Mhm. Deswegen, ich würde ganz gerne noch einmal komplett außen rumlaufen. Andere Seite jetzt was? Achso, da. Mhm. Also der war auf jeden Fall hinter dem roten Gebäude an dem weißen Zaun. Das war das letzte Haus. Da ist der so dumm rumgecroucht. Aber der ist halt jetzt am Zaun auch so dumm rumgecroucht. Nicht, dass es... Es kann sein, dass es der war. Nein, oben bist du... Ah, nee, das bist du. Das bist du da oben, ne? An der Scheune, ja. Oh, mein Herz. Ich bin hier. Ich bin vor der Scheune. Alter, mein Herz. Ein kleines Update hier an dieser Stelle. Nachdem wir den Spieler in Balota erwischt haben, haben wir uns gedacht, wir laufen jetzt direkt zur neuen Base und gucken mal, wo es dort so richtig abgeht. Mein Inventar ist verbuggt. Wie verbuggt? Scheiße, die Waffe habe ich draußen angepackt. Nice, Digga. Respekt. Ich geh raus. Digga, und jetzt geht's ab. Okay, ich komm mit. Die ist bestimmt schon weg, die ist despawned, oder? Ja. Zeig. Meine Pistole ist die Lampe. Ja, nice. Mach mal kurz hier zu, bitte. Kann ich die irgendwo anders drauf packen? Nein, ne? Ja, an der Aug. An der Aug. Nee, geht nicht. Nice. Guck doch mal hier bei mir. Warte mal. Doch jetzt. Hä? Was ist denn jetzt los? Wo habe ich denn die? Hä? Ah, jetzt habe ich die Waffe eingesteckt. Ach, Digga. Also ich bin auch geistig mehr als verwirrt, liebe Leute. Jetzt, Moment. Ja, aber warte mal, vielleicht geht das... Nein, das geht nicht bei der AUG. Das geht nicht. Doch, meine ist dran. Ja, aber hast du die AX? Ja. Schwitzt du nicht, ne? Bei mir steht tatsächlich nein, ne? Ja, guck hier. Guck auf meine AX. Ja, stimmt. Scheiße. Alter. Was? Gib mir wenigstens die Lampe. Nein, nimm. Ich nehm die Pistole mit. Und lauf dann halt mit, Digga, der Pistole runter, ja? Digga, du hast meine Auge. Was? Nein? Ich hab deine. Doch, ich hab jetzt deine. Nein, mach keinen Scheiß. Doch. Ich hab jetzt deine. Nein, der, welche du mir gegeben hast, war keine Lampe dran. Ich hab dir die Lampe doch gerade hierher gedroppt. Ich hab die Waffe aufgenommen und hab die Lampe rangemacht. Hä? Nein, ich hab schon meine Aug.
Ich habe 42 Kugeln immer noch drin, hatte einen 60er Mag drin. Also. Ja, ja, alles gut, alles gut. Weil meine Waffe hatte gerade keine Lampe drin. Jetzt hat sie wieder eine Lampe drin. Da. Hey, nein. Ich breche ab. Ich schwöre, ich breche ab. Okay, Luca. Ja, einen Moment bitte. Ich bin hier gerade. Ich bin hier ein bisschen überfordert mit dem Menü. Was passiert hier? Warte mal. Wie kriege ich diese Batterie da? Was ist das für eine Batterie da? Ah, jetzt hier. Ah, ja. Okay. Wie mache ich das Licht an? Du kannst es. Ey, drop mir deine Augen bitte. Warte mal ganz kurz. Ich habe noch nie so ein Licht angemacht. Wie geht dieses Licht an? Wie geht dieses Licht an? Da steht doch R2 drücken. Ah ja. Ach so. Wieso leuchtet das nicht? Weil keine Batterie drin ist. Ich habe eine Batterie drin. Oh, Alter, gib mir her. Hier, guck die Pistole an. Digga, wir sterben hier gleich. Ich weiß es. Da. Hey, ich bin hier gerade hart überfordert, liebe Leute. Ich mach mal kurz Nachtsichts Gerät an. Liebe Leute, ich weiß, für euch in dem Video ist es jetzt absolut Grütze, wenn ich hier im Night Vision rumrenne. Aber wir sind hier gerade auf der neuen Base bei Z1. Und wir werden jetzt uns in die Base begeben, liebe Leute. Und dazu benutzen wir natürlich die Taschenlampen. Ja, blende mich halt, Digga. Und wir begeben uns jetzt hier über den Green Mountain Tower, begeben wir uns in die Base. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal bei Nacht an. Das heißt, ich muss jetzt rein theoretisch die Pistole auswählen. Eine Sekunde, bitte. Dann mache ich da das Licht an. Habe ich gerade auch gelernt, wie das funktioniert. So, noch nie gemacht, Digga. Ja, habe ich dir gerne gezeigt. Neus. Wohin gehst du? Ins dunkle Loch. Warte, ich komme auch. Alter, wie geil. Okay, keine Schnittwunde bis jetzt. Jawoll. Brauchst du Leder in die Z? Nee, habe ich, glaube ich, dabei. Müsste ich mal gucken. So, liebe Leute, wir gehen da jetzt rein. Fettes Massengrab. Ich mache gleich wieder Türen zu. Ich hoffe für euch... Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Aber liebe Leute, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr hier nicht liegen wollt, dann joint dem Server Z1. Nur das hilft euch vor dem Tod. Okay, wir gehen jetzt mal weiter da nach hinten in die Base. Ihr seht schon, draußen ist dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video erkennen könnt. Vielleicht werde ich es auch ein bisschen heller machen, dass ihr was sehen könnt. Aber wir laufen jetzt einfach mal gemütlich hier durch die Base durch. Alter, das ist auch so ein Massengrab. Was liegt hier? Alter. Liegt noch Lahmmunition. Brauche ich aber nicht. Ich weiß es nicht. Bestimmt ein Geisteskranker. Absolut Geisteskranker. Hey Leute, ich hoffe, das ist euch nicht zu dunkel. Wir laufen jetzt einfach mal weiter in Richtung Regenbogen. Ja. Okay, Leute, wir gehen jetzt weiter. Ah ja. Huch! Ich hab mal angeklopft. Okay, Leute, hier ist die Pandemie ausgebrochen. Wie in Real Life. Wie in Real Life, liebe Leute. Alter, im Schatten fehlt mein Kopf. So, liebe Leute, ihr seht, das ist hier eine Untergrundbasis. Oder besser gesagt, die Basis ist definitiv auf jeden Fall zugebaut. Wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung. Wow! Digga. Bisschen Spannung. Ja, ja, bisschen Spannung. Ich krieg gerade einen halben Herzinfarkt. Einmal komplett weggelaufen, bei Lothar und wieder zurück. Tja. Ey, hier ist die Waffe, die ich gesucht habe. Wo? Die. Achso. Was liegt da hinten? Oh, warte mal, da liegt das neue Visier. Brauchst du es? Oh ja, ich bräuchte es noch einmal. Ja, gönn dir.
geil. So, liebe Leute, das haben wir jetzt natürlich nur gemacht, um euch natürlich so ein bisschen das Feeling zu geben, wie diese Base bei Nacht aussieht. Ich werde es jetzt ganz einfach machen und auf Nachtsicht schalten. Ich denke mal, das sieht einfach besser aus für uns alle. Ja, es sieht bestimmt besser aus für euch alle. Ja, ist alles gut. Ja, es ist wirklich alles gut. Okay. Aber es muss jemand da gewesen sein, weil die Steps, das waren wirklich Steps. Und das waren nicht wir. Safe Call. Ja. Pass auf, und gleich hat sich oben einer versteckt, war gerade bei der Radarstation oben. Safe! Das kann sein, keine Ahnung. Aber dann hat er uns ja ewig lang beobachtet, ne? Oh, hier liegt noch eine Nate, wenn du brauchst. Ich bin schon wieder zurück, oder wo bist du? Ich bin hier in den Baracken. Ach so. Oh, ich habe nochmal einen M4 Mac gefunden, 30er. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal. Ich habe den Mac 6 erstmal. Hast du noch ein Holster für deine Waffe oder ein Halfter für deine Weste? Ah ne, hast du ja gar nicht, aber hast du einen Gürtel? Ja, habe ich. Ja, okay, perfekt. Auch hier wieder ein kleines Update an dieser Stelle. Wir haben die Nacht in der Base verbracht und wollten an Tagesanbruch wieder weiterlaufen, als uns plötzlich auf dem Dach zwei Spieler entgegengekommen sind. Soll ich mal hochkommen? Oh, hallo, da ist ja noch jemand. Ja, Kollege ist halt abgestürzt. Nein! Ja, ja. Der hat gebrochenes Bein. Oh, scheiße, ja, da unten liegt er. Ich sehe ihn gerade. Oh, ja, warte mal. Also du musst nur hier an die Kante ranlaufen und dann einfach nur X-Spammen, dann kommst du automatisch rüber. Ich geh schon mal runter. Oh. Das ist die Todesleiter. Mehr kann da gar nicht hoch. Ganz langsam, genau. Wart ihr schon in der Base? Nee. Ach so. Da oben musst du echt ganz, ganz langsam machen und den Charakter selber moven lassen. Mahlzeit. Noisy holt schon für euch, ne? Oder für dich die Schiene. Danke, danke. Ja, alles gut. Ist das deine Knarre, Milo? Nee, ist nicht meine. Ich habe keine SG-5. Oh. Ich glaube, das ist vom Kollegen hier. Ach, kacke. Egal. Achso, dann wart ihr noch gar nicht da drin, oder wie? Nee. Wir sind zum ersten Mal hier. Das zufällig gerade entdeckt. Ach so. Wir haben ganz viele Schüsse gehört. Da dachten wir, gehen wir mal gucken oder nicht. Wir haben erstmal Angst gehabt. Wir haben uns aber doch getraut, hier vorbeizuschauen. Ja, richtig so. Ein bisschen Abenteuer. Hubschrauber stürzt ab. Ja, der ist Richtung so, Pavlovo-Stadt. Gerichtet. Oh. Mein Gott. Oh, perfekt, vielen Dank. Ich danke dir, ne? Bitte, bitte. Brauchst du was? Ich geb dir was. Als Dankeschön. Was für Essen wäre schön. Ja. Ja. Hast Bohnen du was? Und Fanta. Danke. Warte. Gib da noch eine Dose. Auf Reserve. Das ist jetzt alles, was ich dabei habe. Dankeschön. Hast du deine Waffe liegt? Danke dir, ne? Du siehst. Aber warte mal, mein Bein ist gar nicht verheilt, sehe ich gerade. Nee, das heilt auch erst in 15 Minuten, aber das dauert. Komm mal kurz her. Aber das ist mal noch gebrochen, das Zeichen. Also ich glaube, das ist abgebrochen, das ne? Das dauert. Du kannst jetzt wieder laufen. Ah, super. Deine Waffe liegt Dankeschön. Da noch, ne? Bitte deine schön. MP5. Das ist nicht meine. Oder? Ah doch, die SG5. Warum habe ich die denn ausgewählt? Okay. Ah, perfekt. Sehr schön. Super. Also, viel Spaß euch. Danke. Ciao. Nochmal hier friendly Leute getroffen, direkt an dieser Underground Military Base. So muss das sein, liebe Leute. Wir hauen ab, oder? Okay. Digga, hast du nicht verstanden, dass ich das nicht war? Nein. Hey, Digga, und ich denke mir, warum stehen da zwei Leute? Dann sehe ich auf einmal deine Armbinde und eine mit einer roten. Ich so, hey, warte mal, da stimmt was nicht. Ich hätte es nicht gesehen, weil hey, Arm halt erst
Erst in dem Moment, wo ich weggerannt bin, das war kurz bevor du das gesagt hast, habe ich das gecheckt, dass du das nicht bist. Hey, wie lustig. Warte, lass mal ganz kurz hier in die Hut gehen. Ich brauche auch noch was zu essen. Ich habe gar nichts. Und willst du was haben? Wir haben mir gerade 2 Dosen gegeben. Eine Dose wäre schon geil, hä? Ja. Aber behalt für dich. Nein, ist okay. Teil nicht los. Halt die Fresse. Hier. Hey, vielen Dank, Neus. Ich danke dir. Okay, lass los, Alter. Warte, ich muss auch was essen. Jetzt plötzlich. Ach, warte mal, hier sind Apfelbäume. Hier machen wir jetzt einen auf Survival. Ich sammle Äpfel, weil ich keinen Dosenspeck habe. Hey, sind wir eigentlich der Hexenclub? Ja, ne? Nice. Ich glaube, ja. Ich glaube, da hinten ist Pavlovos Stadt. Na, aufpassen. Spieler. Wo? Braunes Haus, links. Ah, ich sehe ihn. Sollen wir den erschießen? Nee, lass ihn überfallen, der hat nichts. Yo, Bro, hello. Hey, what's up? I got nothing, bro. Yes, okay. I got nothing. Yeah, put your knife in the back, please. Okay, can you go inside the brown house? Inside the brown house, please. Okay. So you alone? Yeah, I'm solo. I'm good. Oh, okay. So please in the corner. I mean, no harm. A little bit, yeah, more back. Okay, thanks. Okay. I got nothing. Bro, please, can you take the handcuffs and handcuff yourself? Yeah, please. So, liebe Leute, wir machen das ja jetzt nicht aus Spaß, sondern ich werde ihm auch gleich was geben. I'm listening. Can you crouch, please? Yeah, thanks. Okay, you got a blaze, and I give you a little bit surprise, you know? Yeah, no bullets. Okay, thanks for your cooperation, man. So you have nothing, so you're really press spawn. But I give you a little bit of ammunition for your blaze, and I give you a tablet. Thanks, bro. So you can wiggle out, man. So stay alive. Thanks. Bye bye. In diesem Fall sind wir natürlich keine Unmenschen, liebe Leute. Der hatte jetzt wirklich überhaupt nichts. Jetzt nur schnell die Biege machen, nicht, dass der die Munition nimmt und dann werden wir gleich noch über den Haufen geballert. Ja, warte mal, lass mal weg, Neus. Ich habe dem 40 Schuss Blaze-Munition gegeben. Der bleibt da hart stehen. Aber ich habe gerade gesagt, wir sind ja keine Unmenschen, Alter. Der hatte gar nichts. Eigentlich voll sinnlos, dass wir den überfallen haben, aber ich habe dem dafür 40 Schuss Blaze-Munition gegeben und Codein-Tabletten. Oder eine Tablette. Ich hab ihn trinken geklaut. Echt jetzt? Was bist du für ein Arsch, Alter? Eine Dose. Nein! Eine kurze Info hier an dieser Stelle. Der nächste Clip, der jetzt gezeigt wird, ist offscreen entstanden. Deswegen möchte ich das bitte entschuldigen, dass sich meine Stimme etwas anders anhört, weil es direkt übers Headset aufgenommen wurde und nicht über das Mic. Aber ich wollte euch diese Momente nicht vorenthalten. Wo ist die Nate? Oh, ich bin tot. Nee, war unten, ne? Was machst du denn? Okay, die war unten. Ich komme. Okay, bin da. Digga. Ich laufe erst rechts rum. Rechts ist safe. Vorsicht, L-Baracke. Oh, Container sind offen, ne? Vorsicht. Wo? Ich bin an Conscious, bleib am Leben. Ich habe 3 Schnittwunden.
Mann, wo? Bist du noch da, Neus? Checkst du kurz die Lage? Ich muss mich bandagieren, sonst bin ich dead. Ist der oben drauf? Hallo? Da möchte ich... Hey, Jungs, ihr seid... Ach, hallo? Kennt ihr uns noch? Ja? Hands up. Yo, Bro, hands up. Ja, Deutsche, wir, haben, okay. Wir haben keine Waffen. Oh, super, Alter, ihr seid deutsch. Okay. Top. Auf der Insel damals? Ja, ich weiß. Ja, dann tut's uns leid, wir schießen nicht mehr. Wir hören auf. Okay, wie seid ihr da hochgekommen? Hinten lang. Das heißt, wir können euch jetzt vertrauen, oder wie? Ja, wir schießen ihr, alles gut, alles gut. Und gerade euren Namen gesehen. Wir waren damals friendly und wir sind auch weiterhin friendly. Wir hatten uns bloß so ein bisschen erschrocken. Finde ich sehr gut. Weil die Granate geflogen ist. Hier oben sind wir. Ja, wir wussten nämlich nicht genau, wenn einer unten an der Leiter chillt, ne, dann wird's gefährlich. Ja, wir haben bloß eine Granate gehört, deswegen haben wir uns gleich verteidigt. Achso, okay. Ja, krass, Alter. Ich muss da, glaube ich, noch mal ein bisschen nacharbeiten hier. Ja. Nee, musst du nicht. Nee, gell, das ist ziemlich übertrieben das da oben. Also, komm mal mit. Ja, warte, lass mich mal ganz kurz die Medical Tents checken, weil ich bin Red Life, Alter. Was brauchst du denn? Codein oder sowas. Codein, ich hab Tera. Ah, nee, das reicht leider nicht. Ah, hier liegt schon. Alles gut. Perfekt. Ja, nice. Alter, ich war ganz perplex. Ich so, Digga, von wo schießt der? Und Neus sagt so, ja, von da oben. Ich so, wie da oben? Da kommt man nicht hoch. Alter, okay. Okay, ja, krank. Okay. Ist aber gut. Das hast du gebaut hier, oder was? Ja, verdammte Scheiße. Ja, das ist ja immer sehr geil. Lass mal weiter dahinter gehen. Die Wölfe sind hier so laut. Hallo? Nee, ist aber echt nicht schlecht, wie das die macht. Das hier. Hallo? Das gefällt mir echt. Dankeschön. Hallo? Gib mir Mühe. Hallo? 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 Wo geht's hier runter? Green Hallo? Mountain Tower. Green Mountain Tower? Hä? Alter, hock dich nochmal kurz hin, bitte, Schmerzi. Ah, Maleficent. Das große weiße hier? Ja, genau, der große weiße Turm. Seid ihr friendly unterwegs? Ja, ich hol mal eben die anderen. Oh, er holt die anderen, oh. Seid ihr friendly da oben? Ja. Oder, ja. Das hat sich jetzt aber nicht so. Das hat sich nicht so überzeugend angehört, ha? Nee, eigentlich nicht. Da. Ich könnte schießen. Ja, ich hätte auch schießen können. Sonst wären wir in der Party geblieben, wären wir nicht freundlich. Okay. Einen wunderschönen guten Tag! Guten Tag. Morgen. Tag. Alter, was ist hier los? Erst werden wir hier halb tot geschossen und jetzt stehen wir alle hier im Halbkreis. Ja, wir sitzen hier eine Stunde rum, machen hier Baitschüsse, keiner kommt. Das heißt, im Chat hier ist ultra was los und andere werden von Snipern belagert hier. Dann kommen wir her, nichts ist los. Jetzt ist aber eben alles voll und alle sind friendly. Ihr wart die Ersten, die kamen. Ich hab hier vorhin schon einen weggeholt. Ah, okay. Ein Sniper. Ja, und ich hab vorhin auch schon einen weggeholt. Vielen Dank. Ja, Otto Kobus. Ah ja, was ist jetzt los hier? Alter! Oh, ja. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Das schmerzt dich. Grüße. Ja, Moin. Ah, hier ist Teilzeitteufel. Respekt, ja. Respekt, mein Freund. Vielen Dank, vielen Dank. Schön. Ich geb mir Mühe. Hallo. Das merkt man. Und das... Friendly Challenge jetzt hier, oder was? So ungefähr. Ich hab eine Granate fallen gelassen. Oh! Das war ein Scherz. Ich glaube, du wärst das der Erste, gepasst. Der gerannt ist mit deiner Kleidung. Alter. Ja. Wollen wir machen, Bombenstimmung? Nee, bitte nicht! Ich hab Red blinkendes Life, Alter. Die Situation kann ich schon. Alles gut. Und genau an dieser Stelle ist nicht mehr wirklich viel passiert. Wir saßen noch ein bisschen im Kreis, haben miteinander geschnackt, haben ein bisschen Spaß gemacht und dann haben sich natürlich unsere Wege wieder friendly getrennt.
So, liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mir doch, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und natürlich, wie gewohnt, hier in der Endscreen habe ich noch andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Schaut doch da vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.